Es ist der 2. August 2016. Laut Bild-Zeitung stürmen zwei pro-russische Aktivisten die Redaktionsräume des Recherchenetzwerkes Korrektiv. Die FAZ berichtete von Krawallmachern, welche randalierten, und laut Informationen von NTV waren diese sogar maskiert. Doch von Masken keine Spur, wie man im Video des britischen Journalisten Graham Phillips sieht. Er dokumentierte den kompletten Redaktionsbesuch für seinen YouTube-Kanal. Randale? Fehlanzeige. Marcus Benzman. I want to do an interview with Marcus Benzman. I think it's Marcus. I want to know why you guys, the Lügenpresse, why you tell so many lies at Correctiv. You've lied about MH17. Lediglich die Tatsache, dass Phillips filmte, wie er Korrektiv des Lügens beschuldigte, veranlasste die Redaktionsmitarbeiter, die ungebetenen Gäste etwas unsanft vor die Tür zu setzen. Wer sich das Video anguckt von Graham Phillips, kann darüber streiten, ob das klug war, so vorzugehen. Aber die Behauptungen, die dort aufgestellt wurden, waren in jedem Fall nicht nur abwegig, die waren erstunken und erlogen. Und das ist natürlich das Absurde auch, dass diese Massenmedien wütend darüber, dass sie jemanden als Lügenpresse bezeichnet, dagegen vorgehen, indem sie lügen. Ich treffe mich mit dem freien Journalisten Billy Six. Ich möchte mehr erfahren über die Hintergründe seines ungebetenen Besuchs beim Recherchenetzwerk Korrektiv. Billy Six ist bereit, mir seine Beweggründe ausführlich darzulegen. Am Ende werde ich beginnen zu verstehen, warum man seinen harmlosen Besuch der Korrektivredaktion medial in die Nähe eines Terrorangriffes rückte und sogar der Auslandsrundfunk Deutschlands den Vorfall prominent platziert, allen Ernstes als einen Angriff auf die Pressefreiheit bezeichnete. What we saw today really is, or 2 days ago, is a propaganda machine at work. What can be done against that? We can oppose to this is information, facts and enlightenment. That's the only thing we can do. And what we have to do, and I still have this optimistic belief that when you do your work properly, when you explain what you do, when you, you know, do it thoroughly, that then in the end you are able to persuade people in what you're doing. And I think the story we did on MH17 persuaded a lot of people. It did. We got many awards for this, which shows that it cannot be... That bad, what we did there. Right. Für Billy Six sind die Korrektivrecherchen zu MH17 nicht nur schlecht, sondern schlichtweg dreist gelogen. Er selbst recherchierte ein Jahr lang in der Ukraine und befragte über 120 mögliche Zeugen, Militärangehörige und Sachexperten. Für unsere westlichen Medien steht nach dem Beitrag des Recherchenetzwerkes Korrektiv fest, eine Bodenluftrakete des Typs Bug, abgeschossen von der russischen Armee, ist für den Absturz verantwortlich. Russische Medien aber fordern für diese Theorie auch glaubwürdige Beweise. Sie glauben, das ukrainische Militär selbst ist für den Abschuss verantwortlich. Billy Six klingelte im Absturzgebiet an jeder Haustür von Torres bis Snischneue, um Aussagen von möglichen Augenzeugen des Abschusses zu sammeln. Jetzt sind wir also an dem Ort, wo Markus Benzman seine Recherchen gemacht hat. Und seine Recherchen gehen ja dahin zu sagen, dass hier auf diesem Feld die Bug-Rakete abgeschossen worden sein soll. Wir werden jetzt mal mit Leuten sprechen. This man says, Markus Benzman, journalist from Germany, that Bug missile was shot from this field. Did you see a trail in the sky in this day? Видели вы след от бука? Нет, следа от бука я не видел. Ни с какой стороны. Ну, получается, в этот день мы с друзьями находились здесь, и услышали два взрыва. Сначала звуки самолетов. Один, получается, звучит как реактивный, а второй, просто как пассажирский. Они тут часто бывают, летали, и слышно. И, в общем, после этого услышали два взрыва. Один слабенький, а второй такой, что окна задрожали. Потом повернулись, на небе никаких следов, ничего нет. Только дым со стороны Граба и все. Dort gab es nicht mal Gerüchte, dass jemand, der einen kennt, vielleicht was gesehen hätte. Sondern die Gerüchte auch
besagten immer, da war ein anderes Kampfflugzeug im Himmel. Die MH17-Recherche von Korrektiv zog als Trumpfkarte für die Bug-These einen anonymisierten Zeugen aus dem Ärmel, der den Start einer Bug-Rakete von einem Feld bei Puschkinski bezeugt haben soll. Ja, Korrektiv hat ganz groß getönt damals, dass sie ja jetzt den Ort gefunden hätten, wo die Bug-Rakete gestartet wäre. Und zwar, weil sie die Augenzeugen aufgefunden hätten, die das bestätigen. Später ist der niederländische Blogger Max van der Werf auch nochmal in dieses Dorf gefahren und hat anhand des von Korrektiv dargestellten Animationsmaterials das Haus gefunden von dem angeblichen Kronzeugen. Und dort ist der Max van der Werf auch hin zu diesem Haus, hat den Mann dort angetroffen und er hat auch gesagt, ich habe nie irgendjemandem erzählt, dass hier eine Bugrakete gestartet wäre. Es stellt sich mir so dar, dass Korrektiv das eindeutig erfunden hat, diese ganze Geschichte. Obwohl der Autor, Herr Benzmann, tatsächlich vor Ort war. Also ich habe zwei Frauen auch dort interviewt, die ihn auch gesprochen hatten. Und die haben ihm deutlich gesagt, da hinten am Horizont, da war die Rauchfahne des Flugzeugs, der brennenden Boeing MH17. Und aus dieser Rauchfahne der brennenden Boeing wurde am Ende die Rauchfahne einer Bugrakete. Das ist unfassbar, was manche Journalisten sich rausnehmen und wofür sie auch noch Preise erhalten dann. Herzlichen Glückwunsch und bitte zu uns auf die Bühne, Markus Benzmann. Dieses Wort Lügenpresse ist ja sehr pauschal. Da wird ja drüber hinweggegangen, dass viele Journalisten im Arbeitsstress einfach nicht mitbekommen, was sie da wirklich fabrizieren. Und wenn dann jemand dazwischen ist, wie der Herr Benzmann, von dem man wirklich annehmen muss, dass er bewusst lügt in seiner Geschichte, dann muss es doch das Interesse einer freien Presse sein, sich von so einem Mann oder besser gesagt von seinem Tun zu distanzieren, auch um den Ruf der Medienlandschaft insgesamt zu schützen. Was war für dich ausschlaggebend zu sagen, ich mache das, ich ziehe los und will da was rausfinden, ich gehe da ins Kriegsgebiet? Also wir haben diese Recherche gemacht, also zusammen mit diesem wunderbaren Team, Korrektiv, und vor allen Dingen mit meinem Reporterpartner David Crawford, der leider heute nicht kommen kann. Die Idee ist halt, dass ich von diesem Konzept des Narrativs nichts halte. Wir Journalisten sind da, die Realität zu suchen. Ja, wir sind nicht da, irgendwelche Interpretationen nachzuhängen. Und da muss man halt vor Ort gehen und gucken. Um zu kaschieren, dass es keine justiziablen Untersuchungen gab, versuchten die Medienvertreter von Korrektiv die Anwesenheit eines Kampfjets durch Aussagen von Experten zu widerlegen. So heißt es beim Recherchenetzwerk, dass der ehemalige niederländische Kampfjetpilot Harry Hollings den Abschuss durch einen Kampfjet ausschließt. Billy Six besuchte Hollings und stellte fest, Korrektiv hatte nicht einmal selbst mit dem Mann gesprochen. Korrektiv, Markus Benzmann, haben Sie die Namen schon mal gehört? Nein, die habe ich nicht gehört. Ich bin angerufen von einem Radiostation. Wie heißt das auch wieder? Deutschlandfunk? Deutschlandfunk war das. Mhm. Und wir haben geredet über diese Dinge. Sie wurden einmal vorgestellt als niederländischer Kampfpilot. Und das stimmt nicht. Ihm ging es immer um die technische Seite der Fliegerei, weil er Flugerprobungsingenieur ist. Dennoch hat Korrektiv ihm Aussagen zu waffentechnischen Fragen in den Mund gelegt, was schon mal von Beginn an eher unseriös ist. Dann gucken wir uns mal an, was da inhaltlich steht. Da ist zum Beispiel der Absatz, denn Kampfpiloten würden ein feindliches Flugzeug vom Heck her attackieren und nicht von vorn. Zudem flog MH17 am 17. Juli in Richtung russischer Grenze und war beim Abschuss knapp 40 Kilometer davon entfernt. Ein attackierendes Flugzeug hätte daher bei dieser Höhe und Fluggeschwindigkeit durch den russischen Flugraum fliegen müssen, sagt Luftkampfexperte Rawlings. Haben Sie das so gesagt? Wir haben darüber gesprochen, wie das passiert muss sein. Wir wissen, dass das Flugzeug nicht von hinten ist angefallen, nicht abgeschossen, weil es an die Vorderseite beim Cockpit getroffen ist. Also muss das von vorne gewesen sein.
Aber das schließen die ja hier aus. Die sagen ja, ja. Kann nicht von vorne. Ja. Also stimmt das nicht. Ja, ich kann nicht anders dann, wenn ich dies lese, sagen, das stimmt nicht, was da steht. Das kann ich auch nicht so gemeint haben. Ja, und so wurden halt Aussagen völlig verdreht und darüber hinaus auch noch der Eindruck erweckt, dass da eine seriöse Recherche stattgefunden haben oder hätte. Für seine preisgekrönte Webreportage über MH17 präsentierte das Recherchenetzwerk sogar einen Täter mit Foto und Namen. Perfekt eingearbeitet in das Narrativ von Korrektiv. Das war erstmal die Idee, wir finden diejenigen, die das abgeschossen haben, und wir haben eine Reportage gemacht, wo wir ziemlich sicher sein können, dass aus dem Separatistengebiet eine Bug geschossen hat, die von russischen Offizieren bedient wurde. Also basierend auf der Bellingcat-Recherche, dass also die Bug-Rakete aus Russland gekommen sein soll, wo es eben keinen überzeugenden Beweis für gibt, hat Korrektiv im Netz das Foto von einem russischen Feldwebel gefunden, Ivan Krasnoposchin, und wer den Text liest, der bekommt den Eindruck, das ist der Täter. Und das ist eine Frechheit, weil es überhaupt keinen Beweis dafür gibt. Der Beweis ist eben, er ist Russe und er hatte mal mit Bugraketen gearbeitet. Und der rauchende Colt soll dann angeblich das Dienstbuch der russischen Armee sein, wo Korrektiv behauptet, schaut mal hier, da steht drin, dass der sich im Juni 2014 ausgetragen hat, um in die Ukraine zu gehen, um dort zu kämpfen mit den Rebellen. Wenn man sich aber dieses Dienstbuch genau anschaut, dann liest man da heraus, dass das Austragungsdatum der 13. Juni 2013 war. Also der war schon ein Jahr raus aus der russischen Armee. Dieses ganze Dienstbuch, was da vorgestellt wird, ist überhaupt kein Beweis für irgendwas. Das ist eine konstruierte Geschichte, die im Kopf des Lesers ein Bild darstellen soll, dass er den Eindruck gewinnt, es wäre jetzt alles aufgeklärt. Dabei ist überhaupt nichts aufgeklärt, weil die ganze Geschichte nur Schall und Rauch ist. Ich verstehe nun die Beweggründe von Billy Six und Graham Phillips, dem Recherchenetzwerk Korrektiv einen Besuch abzustatten, um das Korrektiv zu korrigieren und Markus Benzmann mit den eigenen Rechercheergebnissen zu konfrontieren. Ohne Voranmeldung und ohne Filmerlaubnis wurden die beiden von den Mitarbeitern zu Recht aus den Redaktionsräumen verwiesen. Doch die anschließende Berichterstattung über Phillips und Six, losgetreten von Korrektiv, zeigt deutlich: getroffene Hunde bellen. Ob die Verleiher des Grimme Online Award gewusst haben, dass die Korrektiv-Story über den Abschuss des Flugzeuges an den wesentlichen Stellen völlig zurechtgebogen war? Ich weiß es nicht. Bin Billy Six aber dankbar, dass er 2 Jahre lang all die Mühen auf sich genommen hat, um die offizielle Darstellung des MH17-Absturzes zu hinterfragen. Niemand anderes als Billy hätte den Grimme-Preis wohl tatsächlich verdient und nicht ein Recherchenetzwerk, das erst einen Monat vor dem Abschuss von MH17 mit 3 Millionen Euro Anschubfinanzierung eröffnet worden war.